Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, fällt es dir da auch ein, dass du manchmal Schulstunden geschwänzt hast? Dass du gedacht hast, ach, der Unterricht ist nicht so wichtig. Fällt gar keinem auf, wenn ich nicht da bin. Ist nicht so nötig heute. Und dann hast du dich in der Pause still und heimlich verdrückt und hast gedacht, freie Zeit, jetzt werde ich meine Zeit genießen. Und dann stelltest du fest, mit dem Genießen von dieser rausgeschundenen Zeit war es dann eben doch nicht so prickelig. Du warst doch nicht so zufrieden mit diesem zugewonnenen Zeitfaktor. So eine Situation fiel mir interessanterweise ein, als ich neulich einen Bibeltext gelesen habe. Da heißt es nämlich, der Heilige Geist wird euch lehren. Der Heilige Geist wird euch lehren. Deshalb dachte ich, es ist unklug, Zeiten mit Gott, Zeiten mit dem Heiligen Geist, Zeiten mit Jesus, wo er zu uns sprechen möchte, zu verpassen. Oder zu denken, ist doch nicht so wichtig. Kann ich ja morgen noch machen. Der Heilige Geist wird dich lehren. Das heißt, er wird dir alle die Dinge beibringen, die du für dein Leben brauchst. Der Heilige Geist wird als Tröster beschrieben, als der, der uns in alle Wahrheit leitet, als der, der uns helfen will, der zu uns reden will, der uns die Dinge der Bibel, des Wortes Gottes, Gott selbst uns zeigen will, offenbaren will, uns helfen will, dass wir das verstehen. Er will uns leiten in den normalen Tagesabläufen. In ganz einfachen Dingen möchte er uns beraten. Er ist der Geist des Rates und der Kraft. So, und dann fragen sich manche Leute, ja, aber wie soll das denn gehen? Ich verstehe das gar nicht und ich höre ja den Herrn auch nicht. Ich gehöre bestimmt nicht zu denen, die den Heiligen Geist hören. Was denkst du, wie ein normaler Unterricht abläuft oder wie Lernen in einem normalen Unterricht passiert? Das ist ganz einfach. Man sieht den Lehrer, man hört ihm zu, man hört und verinnerlicht das, was er sagt. Man lernt es durch Wiederholen und durch sich verinnerlichen und verdeutlichen, dass man das Gelernte verstanden hat. Und nicht anders ist es bei dem Heiligen Geist. Er zeigt uns den Herrn, er zeigt uns den Vater. Wir lernen von ihm, wir nehmen sein Wort in uns auf, wir verinnerlichen das, wir wiederholen die Verheißungen Gottes und wir lernen dazu. Und dieses Lernen ist auch nicht etwas für bestimmte Leute. Der Heilige Geist ist kein extra Bonus für ganz besonders heilige Leute. Nein, auch da wieder ist es wie im Natürlichen. Alle sind gemeinsam in einer Unterrichtsstunde. Alle hören gemeinsam das gleiche Wort. Und alle können das Wort aufnehmen, dass sie es verstehen und lernen und aussprechen. Das Aussprechen von dem Gelernten ist ganz, ganz wichtig. Dadurch lernen wir. Und so ist es beim Heiligen Geist auch. Er spricht zu uns, wir hören ihn und wir hören das Wort Gottes, wir hören die Verheißungen der Bibel. Wir verinnerlichen sie, wir sprechen sie aus, wir proklamieren diese Verheißungen über unserem Leben, über unseren Situationen, in unsere Situationen hinein. Wir sprechen das aus, was der Herr sagt. Nicht das, was wir im Natürlichen sehen, sondern wir erheben uns, indem wir das, was der Heilige Geist uns lehrt, aussprechen. Und in diesem Textzusammenhang wird davon gesprochen, dass der Heilige Geist uns alle, da steht nämlich euch, er wird euch lehren, uns alle gemeinsam. Und es ist so gemeint, dass er uns auch das in den Mund legt, wenn wir in bestimmte Situationen hineinkommen, wenn Situationen herausfordernd sind, wenn wir eigentlich vom Verstand her nicht wissen, was wir sagen sollen. Dann wird er uns helfen, dann wird er zu uns sprechen und dann wird er uns die Worte geben, die wichtig und nötig sind. Ich finde das einen unglaublich bereichernden, eine geniale Lehrstunde. Verpasse
diese Lehreinheiten, diese Lehrstunden mit dem Heiligen Geist nicht. Verpasse die Zeit mit dem Herrn nicht. Du wirst daraus einen Gewinn haben. Er wird dich lehren. Er wird euch lehren, was ihr sagen sollt. Gott hat mehr für dich.